Wenn ich mich nur sehen könnte. Ich schaue mich an und sehe ein Spiegelbild. In das ich mich verlieben könnte. Ich sehe alt aus. Ich bin schon 37 Jahre. 47. 27. 30. 80 Jahre. Dieser Körper besteht aus Molekülen, die noch keiner im Live gesehen hat, nicht mal im Elektronenmikroskop. Dieser Körper ist so ein fantastisches Wunderwerk. Es kann sehr viel. Ich meine, es kann gar nichts. Weil es gibt keinen Könner. Und doch sagst du, was machst du? Was arbeitest du? Wie ernährst du dich? Wie verdienst du Geld? Was willst du? Kannst du dich nicht selbst darstellen? Du stellst dich selbst dar. Du bist verrückt. Verrückt von wo? Um etwas zu verrücken, brauchen wir den Raum. Ich mach mal ein Beispiel deutlich. Wir sagen, das hier könnte der ursprüngliche Ort sein, an dem dieser Gegenstand sich als natürlich aufhält. Und dann wurde er ganz leicht verrückt. Und dann ist er schon verrückt. Aber man könnte auch sagen, jetzt ist er aber, das ist jetzt sein natürlicher neuer Standort. Und er hat das da du und Bleistift und Kugelschreiber drin. Nun, ich brauche mich nicht so schämen dafür, dass ich mal geglaubt habe, dass ich verrückt wäre. Aber da ich nicht meinen Ursprungsstandort kenne und sage auch nicht, dass ich immer auf dem Sitz hier sitzen werde, wo es mich hingerückt hat, dass ich immer verrückt bin. Oder meinst du, dass ich verrückt bin in dem Sinn von nicht normal? Doch, da muss ich dich leider enttäuschen, dass es das Normale gar nicht gibt, außer vielleicht in einem Gedanken, den du antrainiert bekommen hast. Es hat noch nie eine Normalität gegeben. Oder meinst du mit normal friedlich zu sein, lieb zu sein, nett zu sein, dem anderen nicht zu verletzen, dem anderen alles zu geben, was man hat? Nee, das stimmt nicht. Jetzt kommen wir natürlich der Sache, dem Gegenstand des Ichs ein bisschen näher. Es ist sehr, sehr verzückt. Ich meine, es zwickt arg, wenn man ein Ich hat. Nur wen zwickt es da? Wir können auch eine verkrampfte Position einnehmen.
um uns darüber zu unterhalten. Vielleicht ist es gut, das Gesicht zu entspannen, die Arme hochzunehmen und sich einfach mal ganz relaxed zu unterhalten. Zum Glück sind wir nicht verrückt von dem Ausgangspunkt, den wir auch das Tor von Geburt und Tod nennen, in dem die phänomenalen Erscheinungen erscheinen und vergehen, als wären sie glücklich und zufrieden. Naja, ich habe auch keine Familie. Ich habe ein Familienleben. Nein, als ob du dich jetzt vermehrt hast oder nicht, ob du Versicherungsbetrug begehst oder Steuern hinterziehen willst, lieber im Süden leben möchtest, weil du den Winter nicht magst oder vielleicht auch gern was anderes hättest als so ein blödes Gespräch hier, bei dem du nicht mitreden kannst, wo du nur zuhörst. Ich sag, der Knoten, der Ich-Knoten, der ist nicht zu lösen, denn was es nicht gibt, das kann man auch nicht auflösen. Heilige Baratie, unheilige Baratie, Baratie. Hatzie, Hatzie, die Hatzie. Verrückt. Vom Ausgangspunkt zum Endpunkt, der doch gleichzeitig gar kein Punkt war, sondern eher eine Ebene, die sich als ein Planet entpuppte, der dann wieder vielleicht ein kosmischer Raum wurde, der sich krümmte und in sich wieder einen neuen, unendlichen Dimensionssprung platizierte.